Hallo Leute, ich bin's, Herr Gary Niggins. Es ist Mittwoch, der 8. April 2020. Es ist der 20. Tag meiner Wohnzimmerkonzertreihe. Ja, ich hoffe, es geht euch noch gut. Ja? Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Für die Allergiker unter uns, ab heute knallt die Birke aber mal so richtig. Die macht mir jetzt mal richtig Alarm. Aber darum geht es nicht. Es geht ja wieder um Musik. Und heute werde ich ein Lied spielen, das haben sich drei Personen per persönlicher Nachricht bei mir gewünscht. Eigentlich ist es nicht richtig. Monika und Hans-Peter, lieben Gruß nach Stuttgart. Ich habe euch nicht vergessen. Die beiden haben sich irgendein Lied von den Rolling Stones gewünscht. Gut, irgendein Lied von den Rolling Stones. Die haben ja nicht so viele Lieder gemacht. Und da habe ich mal überlegt, welches Lied nimmst du denn? Also Satisfaction ist mir jetzt zu abgenudelt. Und kurz danach kriegte ich noch eine persönliche Nachricht von Peter. Also nicht Hans-Peter, sondern Peter. Und der hat sich Angie von den Rolling Stones gewünscht. Und da habe ich mir gedacht, okay, sensationell, da kann ich dann drei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und ich versuche es jetzt mal für euch zu spielen. Angie von den Rolling Stones. Ich bin ja jetzt nicht wirklich der Rolling Stones Fan, aber schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Say we're satisfied, Angel, Angel. You can say we'll never try, Angel. You're beautiful, yeah. But any time we said goodbye. Whisper in your ear, Angel, Angel, where will it lead us from still tastes as sweet. I hate sadness in your eyes, but Angel, Angel, ain't it time we said goodbye? In our souls, and no money in our coats. You can say we're satisfied, but Angel, I still love you, baby. Everywhere I look, I see your eyes. There ain't a woman that comes close to you. Be
baby, dry your eyes. Good angel, angel, ain't it got to be a lie? Angel, angel, they can say we never try. Angel von den Rolling Stones für die Monika, für den Hans-Peter und den Peter. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ich hoffe wirklich, ihr wart schon alle einkaufen für Ostern. Nicht, dass ihr euch morgen da in das Gewühl stürzt. Ja, denkt daran, ihr seid nicht unverwundbar. Ja, und wenn einer meint, ich habe nur doppelgebackenes Brot zu Hause, ich brauche jetzt noch Weißbrot. Nee, lasst es sein, es reicht. Ja, und ja, ich hoffe, ihr seid weiterhin gesund. Wie gesagt, die Allergiker, die werden Spaß haben. Jetzt die Birke, die haut rein. Das ist irre. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ja, und bis dahin sagt Keep It Country, ihr und euer Gary Niggins.